Willkommen zurück zu Final Fantasy 9. So, wir sind jetzt hier im... oder in der Ruine der Erinnerung. Und ja, dann machen wir jetzt einfach weiter. So, alles abgerasen. Das sieht jetzt aus wie ein zerstörtes Lindblum. Irgendwie. Verlorene Erinnerung? Was haben wir wieder hier Schönes? Bei den sieben Unglücken, ich bin der Geist eines verstorbenen Kartenmeisters. Magst du ein Duell gegen mich? Nee. Ich hoffe, du gewährst mir ein andermal das Vergnügen. Naja, vielleicht, mal gucken. Vergangene Tage. Ja gut, dann einfach mal weiter. Begegnung der Sterne. Was? Zwei Monde? Nein, keine Monde. Aber ich kenne diesen Anblick irgendwoher. Es ist der Planet Gaia, euer Planet. Und Terra bei seinem Versuch, Gaia zu verschlingen. Vor 5000 Jahren war die Lebenskraft des Planeten Terra bereits fast erloschen. Es wurde nach einem neuen lebenden Planeten gesucht, um ihn zu übernehmen. Auf dem ausgewählten Planeten Gaia war bereits Leben vorhanden. So hat alles begonnen. Genau das gleiche Bild haben wir in Uelvert gesehen. Das Leben Terras war am Erlischen. Zeit für große Überlegungen war nicht mehr vorhanden und aufgrund der gewaltsamen Verschmelzung wurde Gaias Zivilisation damals völlig vernichtet. Aber das gealterte Terra war bereits zu schwach, um sich Gaia anzueignen. So entschied ich mich, den Baum Iphas zu erschaffen, der langsam die Seele Terras in den Kreislauf Gaias einflößen sollte. Ah, okay, deswegen dieser Baum. So, dann da irgendwie so hingehen. Bäh. Portal in die Uhrzeit. So, einmal zelten. Da, da, da. So, dann kurz Gruppenmitglieder austauschen. Wir haben ja in der letzten Folge die beste Waffe für Mahagon gefunden. Die Runenkralle. Eine dämonische Kampfkralle. Ihre Kraft fügt einen unvorstellbaren Schaden zu. Erteilt Zuschusswertung blind. Jo, schön. Jetzt fehlt nur noch Vivis beste Waffe. Zack, zack. Aber wir speichern erstmal bei diesem übelst stylischen Speicherpunkt. So, Portal in die Uhrzeit. So, wir sind komplett voll. Sehe ich das richtig? Ja, fast. Irgendjemand muss wieder mal unbedingt MP schlürfen. So, aber jetzt sind wir voll. Ein Meermampf mit leckeren frischen Fischenmampf. Was machst du da eigentlich, Quina? Ich werde jetzt die leckeren Fische fangen, die hier im Meer rumschwimmen, Mampf. Hui, Fisch. Aber irgendwie ziemlich wenig Luft hier, Mampf. Sugar, sehr wenig Luft, Mampf. Ich glaube, ich ersticke, Mampf. Vielleicht sollte dir einfach bewusst werden, dass hier gar kein Meer ist. Also ich kann ganz normal atmen. Kein Meermampf?
Du hast recht, Mampf. Ich kann wieder normal atmen, Mampf. Aber es sind leider auch die ganzen leckeren Fische weg, Mampf. Okay. An Beginn der Zeit. Mysteriöse Stimme. Wer wagt es, mich in meinem Schlaf zu stören? Verschwindet, wenn euch euer Leben lieb ist. Gut, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ihr wollt also bleiben? Dann sollt ihr sterben. Interessante Musik dazu. Ach Gott. Okay. Wir haben Hades gefunden. Den legendären Schmied. Den wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht machen, aber gut, probieren wir ihn einfach mal. So, besitzt Kaiserrobe. Okay, Springerstiefel. Hermesstiefel. Reflektring. Nichts Interessantes. Richtklinge. Oh nein. Mega Flare, bitte komm. Ah ja, perfekt. Ach, das ist ja perfekt, wenn die Bestie kommt, weil dann hat nämlich Regina Zeit, sich die Leute aufzufüllen. Energie beginnt sich im Schwert zu sammeln. Das ist, glaube ich, schlecht. Schocker. Drei. So, das mache ich jetzt zur Sicherheit. Weil ich habe keine Ahnung, was jetzt Hades da macht. Ach, das war's schon? Ich bin schockiert. Sanctus-Karte, toll. Ich dachte, der ist so stark. Ihr habt mich also geschlagen. Nun denn, ich weiß eure Stärke zu schätzen und werde euch helfen. Bringt mir zwei Eifersplitter hierher. Ich werde euch eine Waffe schmieden, die niemand sonst anfertigen kann. Ihr seid zurück. Habt ihr die Sachen dabei? Eine Kaiserrobe? Eine Blechrüstung? Hammer und Jadestein. Kommt einem Blecheimer gleich. Aha. Protektring. Mhm. Eiferstein. Garnet. Amethyst. Peridot. Saphir. Opal. Topaz. Lapislazuli. Eifersplitter. Infantinwache. Jagdspeer und. Ein Schwert des Heiligen Ritterordens halbiert die Effektivität des Angriffselements Hitze. Ja, super, die kann ja gar keiner tragen.
Okay, wir stellen den Eiferstein her. Und die Infantiewache? Infantinwache, genau. Die kann aber er nicht tragen. Nee. Ja gut, egal. So, du bekommst jetzt erstmal den Eiferstein. Und sie erlernt dadurch die Beschwörung der Arche. Die stärkste Bestie im Spiel. Cool, da freue ich mich drauf. Die habe ich nämlich noch nie gesehen und auch nie bekommen. Allerdings macht mich das jetzt ein bisschen stutzig, warum ich die Infantinwache anfertigen konnte. Ja. Ach, das ist doof. Der Hammer, wenn ich den im Inventar habe, also wenn ich das Spiel beende, dann gibt es eine Bonusszene, die ich sehen möchte. Allerdings ist die Blechrüstung natürlich total verlockend. Aber ich stelle sie nicht her. Jetzt gehe ich erstmal zurück zum Speicherpunkt. So, einmal zelten. So, alle fit. Jo. Sehr schön. Moment. Achso, zack, zack. War ich schon richtig? So, allerdings fehlt uns immer noch die stärkste Waffe von Vivi. Hui. So. Na egal, die werden wir wahrscheinlich sehr bald finden. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Soll das heißen, dass Gaia früher ein ganzer Ozean war? Woher weißt du das denn? Ich weiß es ja gar nicht. Aber ich habe es nur irgendwie in meinen Erinnerungen, das Aussehen unseres Planeten. Ich weiß, dass es zu einer Zeit lange vor meiner Geburt war. Und außerdem wurde ich ja auf Terra geboren. Trotzdem besitze ich Erinnerungen an einem mir unbekannten Planeten. Und ich weiß es auch. Gaia war früher ein einziges großes Meer. Auch ich scheine diese Erinnerungen zu besitzen, genau wie alle. Bedeutet das etwa, dass früher einmal alles eins war? Ich weiß es einfach nicht. Okay. Das erste Meer. Okay, was kommt jetzt wieder? Ich, Aquadon, herrsche über das Wasser. Und eure Reise findet hier ein Ende. So, Arche. Und Schocker. Kam. Boom. Wasserwerfer, okay. Ich glaube, ich mache mal die Tentakel erstmal kaputt. Okay, sobald mich was angreift, macht er diesen Wasserwerfer-Konter. Apokalypse.
Alter, war das lange. Nochmal. Oh. Das ist jetzt doof. Schocke. Schwefel. Der ist blind. Räuberauge. So, was hast du Schönes? Fressrobe. Magierrute. Genji-Helm. Magierrute. Okay, das stört mich überhaupt nicht. Apokalypse. Interessant, dass das die Kurzfassung war. So, der Tentakel ist auch kaputt. Und Aquadon ist auch besiegt. Ja, cool. Also die Arche ist toll, die gefällt mir. So, Augentropfen. Geht's euch wieder gut? So, allerdings bekommst du ja noch zwei Äther. Du bekommst einen und du auch. So. Okay, Vergänglichkeit. Jetzt müssen wir kurz nachgucken. Magierrute. Okay, die haben wir dann. Passt es ja, dass wir sie nicht genommen haben. Kann ich die noch irgendwas Interessantes ausrüsten? Nö. So, was haben wir da Schönes? Aha. Ein Atrademonica. Das hätte jetzt schon gereicht für die Kurzfassung und das ist total unnötig. Aber okay. Kaboom! Ist aber nicht so wirklich viel Schaden. So, stirb! Na also.
hier kann ich speichern. Sehr schön. Und Zelten. Zack, zack. Vergänglichkeit. Gaias Geburtsstunde. Nochmal kurz zurück. Da konnte man entlang gehen, also reingehen. Ach, schön, so eine Kartenstimme. Phantomkaiserin. Ich bin der Geist der Kartenmeisterin, die früher unter dem Namen die Kaiserin bekannt war. Trittst du gegen mich an? Nein. Wenn du es dir anders überlegst, jederzeit. Ah ja. Was ist denn dieser riesige Feuerball? Dem Anschein nach könnte es die Sonne sein. Das ist euer Planet Gaia, kurz nach seiner Geburt. Der neugeborene Planet Gaia? In diesem unendlich großen Universum wurde wieder ein Planet geboren. Was kommt dann hier noch? Finde das selbst heraus. Zu dieser Zeit erlangte Terra den Höhepunkt seiner Blüte. Aber die eigene Überschätzung der Terrianer und ihre Glauben, sogar das Leben des Planeten beeinflussen zu können, führte zu ihrem eigenen Untergang und zu meiner Geburt. Ah ja. Schön. Wie heißt der Ort hier? Ah, ich glaube Geburtsstunde Gaias oder so. Jetzt sind wir Ortserinnerung Treppe. Chronostock. Ah, ich glaube, wir haben ihn endlich gefunden. Ja, Chronostock. Ein legendärer Zauberstock, den damals schon die Großmagier benutzten. Man sagt, der Stock verfüge über göttliche Kräfte. Er teilt Zustandsveränderung Wicht. Und das Todestribunal. So, jetzt haben wir wirklich alles gefunden, was es zu finden gibt. Ach, schon wieder eine Stimme. Hallo? Das dunkle Phantom. Ich bin der Geist des Kartenmeisters, der mit den Mächten der Finsternis im Bunde stand. Magst du eine Partie? Nein. Ich verstehe. Du weißt also, was gut für dich ist. Aha. Okay. Ach, lass mich raten, wer jetzt kommt. Ja, genau du. Ach, jetzt haben wir nicht... Welch Schmach, euch hier vor dem Todbringer zu erblicken. Todestribunal. Fläche, Gegner verwundet. Fügt Schatten elementaren Schaden zu. Ich glaube, das bringt bei dem jetzt nicht so wirklich was. So, Räuberauge. Das einzig doof ist jetzt, dass der wahrscheinlich Erdangriffe macht und ich nicht immer Levitas habe. Level 5 tot. Oh nein. Na super. Oh Gott. Apokalypse.
Ich habe so das Gefühl, das wird nicht ausreichen. Ach Gott, jetzt hat die Todesurteil drauf, ich krieg einen Anfall. So, du hast Schattenrubbel, brauchen wir nicht. Seelenflöte brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und Genji-Fäustlinge brauchen wir auch nicht. So, ich beschwöre jetzt einfach mal die Arche. Nochmal. In der Hoffnung, dass sie nicht vorher stirbt. Aber das tut sie allem Anschein nach. So, Phönix wieder. Lebe! Erschütterung. Schlecht. Genau deswegen. Das war jetzt mal kuriert Kampfunfähigkeit. Dann nehmen wir mal eine Phönix-Daune. Vielleicht bringt die mehr als eine Phönix-Feder. Nö. Erdbeere. Ach Gott. Was für ein Zufall. Ach, Gott sei Dank. So. Lilly, du hast tapfer gekämpft, aber leider bist du da und umgefallen. So, benutzen. Way. Voll. Hm? Oh, cool. Toll. Zelten. Yay. Dass ich immer die ganzen unsichtbaren Speicherpunkte finde. Fasziniert. Dein, ich finde sie wirklich zufällig. Zack, zack. Aber es trifft sich gerade ganz gut eigentlich. Portal ins Nichts. Alles klar. Na gut, dann war's das mit der Folge schon wieder. Ich habe irgendwie einen Sprachfehler heute. Naja, jedenfalls sind wir wahrscheinlich bald am Ende, keine Ahnung. Aber wir werden sie in der nächsten Folge dann sehen. Also dann, ja, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.